Hallo, Klemmbausteinfreunde, ich sage es einfach mal komplett. Hallo, Klemmbausteinfreunde und herzlich willkommen zu meinem vorosterlichen, eigentlich es ist ja kein Freitag, ist schon Ostern, aber dennoch zu meinem vorosterlichen Video und zu einem der letzten Videos meines Konvolutsaufbaus. Und zwar haben wir von jetzt auch noch vier. Ihr seht hier mein Tablet. Ja, das Problem ist, es ist so hell, dass die Kamera es nicht ausgeglichen kriegt, gerade so ein bisschen. Und wir bauen das Modell hier, ne, das gelbe. Dazu brauchen wir Teile davon und Teile davon. Das Problem ist, ich würde erst lieber die zwei kleinen bauen. Ja, der Witz ist, es sind nicht alle Teile dabei, um die beiden kleinen zu bauen. Den gelben, da ist alles da. Beim schwarzen fehlt was. Also bauen wir lieber den hier. Ja, weil da ist alles von da. So, deswegen schiebe ich jetzt das Tablet außer Sicht, dass wir dann anfangen können. Ich muss mal gucken, wo der Beutel ist. Du? Nein, du bist der Abschleppwagen. Der City-Abschleppwagen. So. Damit haben wir nämlich ein weiteres Racers-Modell. So. Oh, ich muss morgen telefonieren. Morgen ist wichtig. Montag, Dienstag ist wichtig. So. Sonst vergesse ich das nicht wieder. Ja, wir schieben das jetzt aus dem Weg, damit die Kamera Zeit hat, sich wieder an das normale Licht anzupassen. Ja, so. Nee, auch blöd. Nehme ich mein Getränk hier mal rüber. Den Gamepad nach oben. Und das Tablet hier in die Ecke. Ja, so geht's. So, dann unsere Tüte wieder andersrum. Und zwar bauen wir hier die 8644 und die 8645. Ja, der Street Maniac und Power Cruiser B-Modell oder auch Gesamtmodell. Wir sind jetzt im Konvolutaufbau Nummer 23. Ich bin mir gerade da absolut nicht sicher. Und wieso habe ich das nicht schon wieder zugemacht? Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welches Video es ist, aber wir sind über 20. Ich guck mal eben nach. Ja, mal eben die Maus nehmen. So, wir sind in Konvolutsvideo Nummer 24. So, Maus stillgelegt, Ruhe. So, das Leuchten hier, was ihr hier habt, das kommt vom Tablet. Ja, wir brauchen leider das Tablet. Und das Schöne ist, jetzt kann ich endlich mal alles ausbreiten, ohne dass hier ein Plan liegt. Herrlich. So, so. So. So, die beiden Winkel. So. Und schwarz, ein 2x3er und der rote. Wo ist der rote 2x3er? Der muss doch hierbei sein. Nee, aber den gelben brauche ich später. Wo ist der rote? Ich liebe es, wenn Teile fehlen. Nehme ich den grauen. Brauche ich den grauen? Nee, eigentlich nicht. Werden wir sehen. So. So, und jetzt die drei Achsen. Hä? Das ist ja komisch gebaut. Naja. So. Ach so, jetzt verstehe ich das auch. Nee, verstehe ich immer noch nicht. Aber die gehen bis hinten durch, ne? So. So, das heißt, wir machen das jetzt hier erstmal fest. Eins, zwei, drei. Ah, okay. Okay. Und dann kommt hinten das Teil dran. So, dann kommt der gelbe 2x3er. Der kommt
Upsi, wer kommt hier hin? Kommt da noch was drauf? Da muss noch was drauf. Das erkennt man nicht. Ich muss das mal eben. Ich muss genau den Bauplan mal eben am PC aufmachen. Ich hoffe, die habe ich noch hier drauf. Ja, müsste hier sein. Filme, 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 Texte, Texte. Bücher, Lego-Baupläne. Lego City, Lego Speed Champions. Ich habe schon das Speed Champions, Ford Fiesta, Nissan GTR, Audi Quattro, nein, klar, Starship, nein, Snowspeeder, nein, Technik, Star Wars, nein, nein. Boah, ich muss das unbedingt mal, mich mal da hinsetzen und das alles sortieren. Ah, toll. Ausgerechnet jetzt, wenn ich sie brauche, habe ich es nicht. Habe ich den 2x2? Ja, da. Guck mal weg da. So. Aha, da kommen gar keine. Was sind die zwei hier? Die kommen hier mit dran. Warum die hier noch mit dran kommen, weiß ich nicht. Jedenfalls kommen die roten, die Trans, die 1x1 Trans Red hier mit dran. So. So. Kommen wir zum nächsten Bauschritt. Nein. Die eine gelbe Fliese kommt vorne. Vorne? Hä? Ach, boah. Das kommt vorne noch dran. Das kommt dann hier vorne dran. So. Und jetzt, was kommt da noch drauf? Komm, kipp mal wieder. So. Mhm. Ha, ist das wieder herrlich. Das ist hinten, das ist vorne. Nein, und weiter. So. Und die. Ja, so. Weil wie ihr sehen könnt, ne, ist dasselbe Teil. Nur ist hier das Licht, angedeutete Licht ist nämlich rot. Und das ist gedruckt. Das ist ein kleiner Aufkleber. Ja, die konnten mal drucken. So, haben wir das. Jetzt habe ich das Tablet hier links neben mir liegen. Ihr seht das an dem Schein hier, ne? Hier so. Ja, aber geht gerade nicht anders. Ich brauche das Tablet in der Nähe. So, dann nehmen wir das. Und das. Und das. Eins. Zwei. Und das hinten drauf. Drei. Ne? So sieht das schon mal nach was aus. Ja. So, dann haben wir das fertig. Jetzt muss ich den Plan hier wechseln. Weil der Rest von dem Bauplan zu diesem, ich sag mal, Kombi-Modell, ja, ist nämlich bei dem Street Maniac, also in dem gelben Fahrzeug, unten angedeutet. Oha. Jetzt muss ich raten. Das vorne ist fertig. Jetzt. So. Und so. Ah, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Baufehler gemacht. Ach, komm, geh ab.
Komm, machen wir die auch mal ab. Ja, was habe ich angestellt? Ja. Ach, mal gucken, ob ich das sauber abkriege. Genau, das Dark Blue Gray Teil muss hier drunter. Das Schwarze hier oben drauf. Moment. So. So. Warum? Ja, das hat Gründe. Ich habe das nur total vergessen, dass ich das so rumgemacht hatte. So. So. Dann. Du. Entschuldigung. Ich sitze nicht weit genug vorgebeugt. So. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. So. Dann brauche ich die zwei. Das links. Der Stein rechts. Und oben auf die Dreier den. Und hinten dran die zwei. Ja, die habe ich da mal. Die Teile musste ich aus dem anderen Set gegen andersfarbige ergänzen. Ich habe hier da richtig rumgefletzt, damit ich diese dunkelgrauen Teile hier aus dem Set hier rauskriege, aus dem, um das hier einzubauen. War lustig. Eigentlich total witzig. Okay, der Bauschritt ist fertig. Leider kann ich euch das nicht zeigen, weil sonst stellt die Kamera komplett um. Und das kann ich mir nicht leisten. So, jetzt kommt die Scheibe hier oben drauf. Ne, die ist schwarz. Seltsam, aber wahr. Da oben drauf kommt dann die 96. Ja. So. Das kommt dahin. So. Und so. Ja, so ein Ding könntest du bei Need for Speed benutzen. Aber sonst nirgendwo. Ja, ich glaube, Straßenzulassung kämpfst du gar nicht. Für so ein mobiles Ungeheuer. So. Jetzt bauen wir noch die Reifen dran, dann sind wir fertig. Dann haben wir einen weiteren einen weiteren Racer durch. Ist ja auch nicht der erste, den wir gebaut haben. Ne? Apropos, ich werde die nächsten Wochen mit meinem Kumpel Ramon den Lego Ferrari Truck restaurieren. Fährt, läuft. So, wir sind fertig. Ne? Sieht kurios aus, das Ding. Ja, ich meine, vier Achser gibt es nicht immer. Ne? So, ich werde mir die zwei kleinen aber nochmal kaufen, um die da nebeneinander stellen. Ja, hier zwischenstellen, also einen links, einen rechts in die Mitte. Und dann gibt es noch zwei, wo noch einer von rauskommt, wo ich auch schon ein paar Teile habe, wo mir der Rest aber fehlt. Und deshalb werde ich mir die auch nochmal kaufen. Und die sind gar nicht so teuer, 5 Euro das Stück. Ja, nur wann ich das mache, ist halt die Frage. Weil die Formel 1 hat jetzt wieder begonnen. Eigentlich müsste ich die Ferrari-Box als erstes restaurieren und dann hier ausstellen, ne? Ja, so ist das. So, dann kann ich das Tablet wieder weglegen. Es gibt wirklich nur sehr wenige. Was willst du denn? Ja, aktualisier mal. Mache ich am besten gleich auch mit dem Handy. Aktualisieren. So. Ja. So, jetzt kommen wir hierzu. Was soll ich dazu sagen? Also, für die Zeit, ja, und den Speed Racers und was für kuriose Fahrzeuge daraus kamen. Perfekt, eigentlich, ne? Und für kleine Jungs sowieso immer gut, wenn die Autos so ein bisschen kurios aussehen. Kennen wir ja von Hot Wheels, ne? Ja, Matchbox weniger, die haben ja eher die bilden ja eher die Realität ab, ne? Hot Wheels aber, die haben auch ziemlich kuriose Fahrzeuge im Angebot, ja? Und das gehört, sagen wir mal, meiner Meinung nach mit dazu, ja? Oder würde auch bei Hot Wheels gut laufen, ne? Und es fährt, also gespielt werden kann damit, ja? Nur das Ding jetzt zu versuchen, in so eine Bahn reinzuquetschen, ne? Wie von Hot Wheels,
Das würde ich nicht tun. Das käme, glaube ich, ein bisschen schlecht. Ne? So an sich ein nettes Set. Klein, kompakt. Ja, wird zu meinen anderen, wird zu den Speed Champions und den Racers da hinten gestellt. Wenn wir jetzt soweit durch sind mit allen Aufbauten, ja, wird ein bisschen dauern, da jetzt demnächst habe ich noch fünf Sets, die ich bauen muss. Dann übrigens alles gedruckt hier. Ne? Das hier oben ist ein Aufkleber, der kleine. Und ich glaube, der hier ist ein Aufkleber. Ja, ist er. Der Rest ist alles gedruckt. Ne, die zwei sind hier noch Aufkleber. Das ist gedruckt und das hier hinten ist gedruckt. Ja. Das, das und die zwei hier vorne drin, das sind Aufkleber. Blöd, aber so ist es nun mal. So. Ja, den stelle ich jetzt gleich aus. Wenn ich mit den, wie gesagt, wenn ich mit den Aufbauten soweit durch bin, dann mache ich mal ein Video, wo ich euch meine Sammlung zeige. Ja, weil ich habe noch nichts, was ich gebaut habe, so zerle wieder zerlegt. Das mache ich erst, wenn ich euch die Sammlung gezeigt habe. Und dann werde ich einige Modelle zerlegen. Nicht alles natürlich, ne? Aber einiges. Und ich werde mir auch ein paar Sachen neu kaufen müssen, weil hier einfach Teile fehlen, damit ich damit arbeiten könnte. Da gehört zum Beispiel die Kehrmaschine da, dazu von City aus 2002. Oder war das 98? Muss ich nochmal gucken, wann der Bauplan ist. Übrigens, das Abschlussvideo des Konvolutsaufbaus, weil das Konvolut ist ja das erste, was ich hatte. Das hier war im Konvolut drin. Genau wie der Truck und die Pitbox von Ferrari. Wenn die beiden restauriert sind, dann mache ich nochmal ein Abschlussvideo, wo ich euch auch die Baupläne zeige, wo keine Teile bei sind oder mir Teile fehlen. Ja, dann zeige ich euch auch meinen Setzkasten. Ne? Das habe ich euch ja auch versprochen. Übrigens sind es inzwischen drei. Ja, in dem einen stehen zum Beispiel nur die Figuren aus der Minifiguren-Serie 20. Ja, ich habe die jetzt angefangen, jetzt will ich sie auch komplett haben. So. Und warum mache ich die Ankündigung jetzt? Ja, ich musste mich in letzter Zeit orientieren. Ja, was mache ich als erstes? Übrigens, die Räder drehen sich wunderbar. Ja. Was mache ich jetzt als erstes? Was mache ich als nächstes? Und was mache ich wann? Ja. Nach den Konvolutsvideos, die wir jetzt hier haben. Ne? Weil hiernach kommen noch drei. Dann ist das Konvolut bis auf die beiden Ferrari-Sets fertig. Und dann fehlen uns eigentlich nur noch der Truck. Ja, da mache ich aber ein Sondervideo zur Restauration. Und die Pitbox. Da mache ich auch ein Sondervideo zur Restauration. Weil die Aufkleber sind so verranzt und Lego hat sich da keine Freunde mitgemacht, wie sie, was sie für Aufkleber gemacht haben. Und da werde ich dann einfach mal mit einem Kumpel zusammen. Ich habe mir jetzt den neuen Aufkleberbogen bestellt. Der kommt aus Österreich, aus Graz. Gruß an die Heimat meiner Urgroßmutter. Ja, aus dem. Mein österreichischer Lieblingsverein ist ja Sturm Graz, ne? Gibt ja noch den Grazer AK, aber der spielt ja in der zweiten Liga in Österreich. Und Sturm Graz ist Erstligist. Ja. Eigentlich müsste ich den AK eher mögen, aber ich finde Sturm Graz wesentlich interessanter. Aber darum geht es sich jetzt gerade nicht. Ja. Den stellen wir jetzt hin. Da mache ich demnächst ein Video, wenn ich mit den Konvolutaufbauten bis auf die beiden Ferrari-Sets fertig bin. Die Ferrari-Sets mache ich nächste Woche Samstag. Nicht morgen, sondern nächste Woche Samstag. Heute ist Karfreitag. Nächste Woche mache ich das Video mit dem Ferrari-Truck. Werden, glaube ich, vier, fünf Folgen werden. Ja, weil wir müssen den auseinandernehmen. Da müssen wir die Teile mit den alten Aufklebern einlegen, dass sie sich lösen und wir die sauber abkriegen. Dann müssen wir die Teile gucken, wie schwer die beschädigt sind, weil da sind sie wahrscheinlich, so wie es aussieht, sind sie da mit Sandpapier rangegangen, um einige Aufkleber zu entfernen. Dann müssen wir das ganze Ding neu zusammenbauen, neu bekleben, weil jede einzelne Figur ist ja auch beklebt. Nicht mal die Figuren haben richtige Bedrucke. Also, da hat Lego sich keine, echt nicht, keinen Gefallen mitgetan mit den Sets. So. Das war's mit dem Video.
Ja, wir haben einen kleinen Aufbau gemacht, der viertletzte erstmal. Ja. Und ja. Dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha hier bei Pumpkin Bricks. Übrigens habt noch ein schönes Osterfest. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.